Beachmitte, ein Traum für jeden Beachvolleyballer. Auf 44 Spielfeldern fanden am 8. und 9. September die deutschen Seniorenmeisterschaften in der Hauptstadt statt. 148 Teams aus ganz Deutschland nahmen den Kampf um die begehrten Medaillen auf. Bereits am Samstag wurden die Gruppenphasen in den jeweiligen Altersklassen ausgespielt. Somit standen am Folgetag die wichtigen K.O.-Spiele an. Bei angenehmen Sporttemperaturen mit Blick auf den Berliner Fernsehturm war einem spannenden Finaltag nichts mehr im Wege. Mir fällt mir natürlich hier immer sehr gut, weil ich komme von hier und die Seniorenmeisterschaften im Beachvolleyball hier in Berlin auf Beachmitte ist halt eine besondere, ganz besondere Veranstaltung, denn die Stimmung ist richtig gut. Die beiden Berlinerinnen Katrin Eckert und Yvonne Albert hatten sich für den Finaltag in der Ü37-Klasse einiges vorgenommen. Obwohl die beiden nur an 8 der Setzliste standen, konnten sie ins Halbfinale einziehen. Dort wartete aber das an 1 gesetzte Favoritenduo aus dem Ruhrgebiet auf dem Zettel eine eindeutige Sache, doch daraus sollte ein spannender Kampf um den Finaleinzug folgen. Eckert und Albert starteten stark in das Match und entschieden den ersten Satz für sich. Der zweite Satz war ebenfalls spannend, was den Zuschauern sichtlich gut gefiel. Die Berlinerinnen mussten sich jedoch im zweiten Satz knapp geschlagen geben. Der letzte Satz musste entscheiden und da war dann nun die Luft raus und die beiden Damen aus dem Ruhrgebiet konnten ins Finale einziehen. Die Chance auf eine Medaille war dennoch im kleinen Finale um den 3. Platz gegeben. Dort wartete das Team aus Rheinland-Pfalz, welches an 2 gesetzt war, aber Eckert und Albert spielten stark auf und kämpften sich nach tollen Ballwechseln zum 2:0-Sieg und zur Bronzemedaille. Ja, wir sind sehr zufrieden mit dem Turnier und mit dem Ergebnis vor allem. Man muss dazu mal sagen, wir sind Senioren und diese deutsche Meisterschaft ist unser Höhepunkt, also unser Saisonhöhepunkt. Der erste Platz, der Sieg der Ü37-Klasse der Damen konnte dennoch in der Hauptstadt bleiben. Das an 3 gesetzte Duo Steffi Ludewig und Monika Moser behielten im Finale die Nerven und wurden deutsche Meister. Großartig. Ich war im letzten Jahr dabei und bin Vizemeister geworden und ich habe jetzt gesagt, jetzt müssen wir es schaffen. Und wir haben es geschafft und wir freuen uns riesig. Somit ging ein tolles Beachvolleyball-Wochenende langsam zu Ende und die jeweiligen Sieger konnten in Berlin in Beachmitte den Tag glücklich ausklingen lassen.